schönen Nachmittag in den Saal. Das ist ja für uns wieder eine Erfahrung, an die wir uns langsam und gerne wieder gewöhnen. Aber auch schönen Nachmittag an Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher, über die Online-Funktion. Mein Name ist Michael Stampfer, ich bin der Geschäftsführer des Wiener Wissenschafts- und Technologiefonds, der stolz und froh ist, mit der Pharmik, dem Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs, diese Veranstaltungsreihe zu machen, wo wir jedes Mal in ein anderes Museum gehen und wo wir jedes Mal eine wichtige Frage des Forschungssystems, des Innovationssystems im Bereich Gesundheit, Medizin angehen und jedes Mal mit sehr hochkarätigen Sprecherinnen und Sprechern Thesen und Aktionspotenzial zusammensammeln, um dann auch danach und dazwischen tätig zu werden. Heute ist das dritte Mal, worüber wir reden, gleich später. Zuerst herzlich willkommen und hallo auch meiner Mitveranstalterin Ina Herzer, der Vizepräsidentin von Pharmik und Ideengeberin für den Innovation Hub. Bitte um Ihre Worte, Frau Herzer. Ganz herzlichen Dank. Ja, auch von Seiten Pharmik möchten wir ganz herzlich zu dieser Veranstaltung, der dritten gemeinsamen Veranstaltung, begrüßen. Ina Herzer, ich darf die Innovationsplattform in der Pharmik leiten und unser Ziel ist es, die Leistung von Innovation, von medizinischer Innovation in Österreich sichtbar zu machen. Da geht es uns darum, relevante Themen für Innovation zu diskutieren, die Rahmenbedingungen zu beleuchten, die gegeben sein müssen, damit Österreich sich auch weiterhin als Innovationsland positionieren und weiterentwickeln kann. Ich muss sagen, heute haben wir ein besonders spannendes Thema. Da geht es nämlich um den Schritt von Forschung in die Wirtschaft hin zum Patienten. Also ein Thema, das für uns alle gerade in diesen Zeiten zentral wichtig ist. Wir haben tolle Sprecherinnen und ich muss nur sagen, ich freue mich sehr auf die nächste Stunde und auf eine angeregte Diskussion. Danke, Ina Herzer. Als Moderator werde ich mich bemühen, diese Aufgabe so gut es geht zu bewältigen. Ich habe es allerdings bei diesem nicht ganz unkomplexen Thema leicht, weil vier super Expertinnen und Experten hier schon bereit sitzen, zu denen ich mich jetzt dazusetzen darf. Die Veranstaltung heute heißt Von der Wissenschaft in die Wirtschaft. Daran sind wir als Wissenschaftsförderer übrigens auch sehr interessiert. Ja, also nur, dass da keine falschen Vorstellungen sind. Erkenntnisgewinn ist eines, was wichtig ist, aber es ist natürlich total wichtig und die Ereignisse der letzten 18 Monate, keine Vorrede, kommt ohne diesen Satz aus, zeigt, wie wichtig es ist, schnell das Richtige zu tun auf der Basis langjähriger wissenschaftlicher Forschung, aber von einem Paper wird keiner gesund. Dass allerdings ohne Erkenntnis und ohne Papers man gesund wird, da kann man zwar ein paar Landtagsmandate gewinnen mit dieser Vorstellung, das ist aber auch falsch. Ja. Wie immer ist das Publikum dann herzlich eingeladen, zu kommentieren, zu protestieren, zu ergänzen. Bitte tun Sie das diesmal nicht in der Chat-Funktion, sondern in der Fragen- und Antworten-Funktion. Dann kann ich auf diesem hübschen kleinen Screen, den ich da habe, Ihre Fragen auch den Speaker entsprechend bringen. Also die Veranstaltung heißt Von der Wissenschaft in die Wirtschaft, Innovationen zwischen Risiko, Resilienz und Return on Investment. Wir wissen ja alle, dass die im Life Science Bereich, und da reden wir sowohl von Dingen, die eher im medizintechnischen Bereich sind, als auch von der Wirkstoffentwicklung, lange und teure Vorlaufzeiten haben, dass alle ein Risiko eingehen, nicht nur das First-to-Publish-Risiko, sondern setze ich auf das richtige Pferd, verdurstet das Pferd auf der Rennstrecke, kommt es ans Ziel, ist ein anderer schneller, schaffen wir einen regulatorischen Rahmen, in dem wir entsprechend das möglich machen können. Und eine wichtige Aufgabe
von allen Beteiligten, von denen, die das Innovationssystem unterstützen, die das Innovationssystem darstellen, aber eben auch von Universitäten und Forschungseinrichtungen, ist es, nicht nur Ergebnisse an existierende Firmen weiterzuleiten, sondern zahlreiche zu helfen, dass es ein, auch ein Wort, das häufig vorkommt, ein Ökosystem, ein funktionierendes System von auch vielen jungen, erfolgreichen Firmen gibt, die herkommen. Da gibt es, wenn wir gleich in ein paar Minuten dazu kommen, rechtliche, finanzielle, motivatorische, kulturelle Faktoren ohne Ende. Ein bekanntes flaches Tal, das nach dem Werkstoff Silikon benannt ist, ist da ja auch immer wieder mit dabei. Wir werden reden heute über den langen Weg zur Marktreife, über Stolpersteine, über besondere Anforderungen in den Life Sciences und werden das in zwei Paketen machen, indem wir zuerst über alle Rahmenbedingungen und Bedingungen reden, die nicht direkt ein Dollar- oder Eurozeichen drauftragen, und dann in einer zweiten Runde über etwas reden, was verdammt notwendig ist und wo das Wort verbrennen oft gar nicht so einen negativen Beigeschmack hat, wo man eine Zeit lang echt Geld verbrennen muss, um dann Geld zu verdienen. Sie können mir dann gern widersprechen, weil es geht auch nicht darum, dass ich da jetzt meine Weisheiten verbreite, sondern entsprechend Sie dazu einlade, als Expertinnen und Experten zu entsprechend zu Wort kommen zu lassen. Wer, liebe Zuseherinnen und Zuseher, sind nun diese Expertinnen und Experten, die auch alle angefüllt sind mit Erfahrungen, nämlich vom selber tun oder vom viele Jahre unterstützen dieses Movements, dieser wichtigen innovations- und wirtschaftspolitischen, wirtschaftlichen Aktivität. Das ist zuerst Michaela Fritz. Mit Michaela bin ich per Du, also wundern Sie sich nicht, mein Gedächtnis ist einfach immer zu schwach, um mir zu merken und dann anders es zu sagen, und dann mittendrin schwenke ich um. Also Michaela kenne ich schon lange und wir sind per Du, und daher wird das hier auch heute so bleiben. Sie hat allerdings was deutlich Anspruchsvolleres studiert als ich. Also wir haben uns erst später kennengelernt, nämlich sie hat an der ETH Zürich, abgesehen davon, dass sie etwa 20 Jahre jünger ist als ich, hat sie an der ETH Zürich Materialwissenschaften und Werkstofftechnik studiert, hat dann an der UC Berkeley in Kalifornien ihren PhD gemacht. Wir haben uns kennengelernt, Michaela, wie du bei der AWS und Lisa Vienna Region geholfen hast, die ersten Generationen dieser Unternehmen in Wien richtig in Schwung zu bringen. Du hast dann den Life Science Bereich im AIT übernommen und geführt und bist jetzt seit einigen Jahren sehr erfolgreich Vizerektorin für Forschung, aber auch für Innovation an der Metuni. Du wirst meistens als die Vizerektorin für Forschung vorgestellt, aber there's a lot to do on the innovation side, und ihr habt ja, ich erinnere nur an Georg Stari und andere Leute in den letzten Jahren, da wirst du uns ein bisschen erzählen, tolle Unternehmen auch hervorgebracht. Franz Guckenberger, ich gehe alphabetisch durch, ist Anwalt, ist Leiter des Wiener Büros der Anwaltskanzlei Hasch und Partner und ist an einer Schnittstelle, nämlich insofern, als er rechtlich sehr stark berät junge Unternehmen, aber auch Unternehmen im Bereich Mergers and Acquisitions. Und Herr Guckenberger, Sie sind ja auch im Aufsichtsräten von etablierteren und von jüngeren Unternehmen. Das heißt, Sie sehen sozusagen, wo gibt es das Wachstum, wo gibt es die Wachstumsschmerzen, wo gibt es die gefährlichen Lebensalter, wo man sich auch wehtun kann, wenn man entsprechend, ja, das war jetzt ein unpassender Vergleich, wo man sich wehtun kann, wenn man zu schnell zu viel will oder einen falschen Schritt macht. Und die beiden Herren, die dann ich jetzt noch vorstellen darf, den Kollegen Bosch, Dr. Andreas Bosch und Diplom-Ingenieur Christopher Trummer, die sind mittendrin in diesem
Hürdenlauf, Marathonlauf, Sprint, Seiltanz, Sie werden uns mehr darüber erzählen. Andreas Bosch ist mit Ares Genetics sehr stark verbunden. Er studierte Applied Bioscience Technology an der TU Wien, ist Gründer und war bis 2020 von Ares Genetics der CEO und ist jetzt in einer Advisor-Rolle und war aber vorher bei Siemens Healthcare im Bereich Bioinformatik. Das heißt, auch wie beim Herrn Guckenberger, auch wie bei der Michaela, große Organisationen, kleine Organisationen, Sie sehen immer, was genau gebraucht wird. Ares Genetics, es ist keine, gerade heute müssen wir für die Unternehmen, die hier sind, auch Werbung machen, das ist keine Schande, ganz im Gegenteil, das sind wirklich die Unternehmen, wie wir sie uns viele mehr wünschen. Wir werden auch heute übrigens darüber reden, sind das jetzt viele in Österreich oder noch nicht so viele, die Zahlen kann man wie ein Kippbild, glaube ich, so oder so lesen. Ares ist 2017 gegründet worden, ist im viel besungenen Vienna Biocenter installiert, hat dort seinen Platz, ist eine Diagnostikplattform, um den Einsatz bestimmter Medikationen, Antibiotika genauer zu machen, DNA-Sampling als Methode, Ziel besseres Outcome für Patientinnen und Patienten, geringere Resistenzen, geringere Kosten, mit Preisen ausgezeichnet. Mehr dazu wird der Herr Bosch uns erzählen. Christopher Trummer, eine Grazer Story, hat in Graz Molekularbiologie und Biotechnologie studiert, und aber auch Wirtschaftsinformatik in Deutschland, ist mit einem Partner der Gründer von Celeris, spreche ich das richtig aus? Celeris Therapeutics, ist eine ganz frische Gründung, ist aber gleich in Graz und im schon von mir erwähnten Silicon Valley stationiert. Hier geht es um eine Deep Learning Plattform zur Unterstützung von Medikamentenentwicklung, eine Art des Geschäfts, das, glaube ich, ein großes Wachstum verspricht, wo Sie aber nicht der Erste sind, der weltweit so ein Unternehmen gründet, wo es wahrscheinlich in diesem Bereich mit Machine Learning, Artificial Intelligence, anderen Ansätzen Optimierung zu machen und Verbesserung zu machen, sowohl in Diagnose als auch in Therapie, gibt es ein starke Wachstum und viele, viele Unternehmen. Ziel von Celeris ist es, bessere Medikamente schneller in der Entwicklung kostengünstiger auf den Markt zu bringen. Große Reduktionspotenziale bei den Kosten für bestimmte Erkrankungen, bestimmte Tumore, aber auch neurodegenerative Erkrankungen. So, wenn irgendwas in meiner Recherche, all faults on my side, wenn irgendwas falsch war in den Vorstellungen, die ich bewusst auch ein bisschen ausführlicher mache, weil das echte, die Leute sind, die für dieses Thema stehen, über das wir heute reden, dann bitte mich einfach laut und deutlich auszubessern. Wir reden also zuerst über Strukturen und Rahmenbedingungen, wo es nicht darum geht, wer gibt die Million, die 10 Millionen, die 50 Millionen, und würde gern bei dir anfangen, Michaela, dass du uns 3, 4, 5 Minuten erzählst, was ist deine Rolle für Innovation und Startups an der MOW, welche Potenziale habt ihr, wie weit ist die Reise in den letzten Jahren schon gegangen, wer unterstützt dich intern und extern? Worüber kannst du dich endlos aufregen, weil du schon seit 10 Jahren sagst, diese Regel im X-Gesetz oder dort gehört geändert und das ist noch immer nicht der Fall gewesen. Also so ein bisschen mal einen Bogen und wir gehen dann von der Universität über die Anwaltskanzlei direkt in die Unternehmen, wie es eben im richtigen Leben auch zu sein scheint. Vielen Dank, Michi, auch für die total nette Einführung und vor allem, dass wir diese Veranstaltung haben, weil ich denke mir, über Innovation im Life-Science-Bereich kann man nicht oft genug und nicht viel genug und nicht intensiv genug diskutieren, und hier nochmal ein ganz spannendes Panel dazu.
Innovation ist ja für uns jetzt nicht nur der Weg über das Startup. Innovation heißt für uns einfach das Wissen, das wir generieren, das wir auch lehren, ganz ein wichtiger Aspekt an der Universität, dass wir das zur Anwendung bringen. Und an der MedUni Wien natürlich heißt anwenden, ich möchte es möglichst schnell und rasch zu den Patientinnen und Patienten bringen. Und das dorthin zu bringen, gibt es verschiedenste Wege. Also das ist da, also zum einen natürlich, dass wir unsere Studierenden, unsere PhD-Studierenden in der translationalen Forschung unterbringen wollen auch, also Grundlagenforschung, translationalen Forschung und klinischen Forschung und möglichst schnell, was immer da generiert wird, rüberbringen. Startups sind ein ganz attraktiver Bereich und ein Weg, um das zu machen, aber auch natürlich Kooperationen mit Startups, das müssen nicht immer unsere eigenen sein, die können aus der ganzen Welt kommen oder auch aus Graz und natürlich auch Startups, also Kooperationen mit Unternehmen und das macht bei uns an der MedUni Wien wahnsinnig viel aus. Also klinische Forschung bei uns ist zum also mehr zweistelligen Millionenbereich, der dann zu Kooperationen und Innovationen dann für Patienten führt. Und das ist, finde ich, heute ein ganz wichtiger Tag, um das auch nochmal zu betonen, weil das ist auch Innovation, das ist auch Wissen zur Anwendung zu bringen. Und auch da, ähnlich wie in Kooperation mit Startups, sind Rahmenbedingungen wichtig, die das attraktiv machen. Dies für uns, für die Unternehmen, für die Patienten, für den Standort Österreich attraktiv macht. Und ich glaube, das ist ein Punkt, über den wir dann noch länger reden können, weil das hängt nicht nur am Geld, sondern das hängt eben an regulatorischen Rahmenbedingungen, an der Infrastruktur und vielem mehr. Aber Fokus heute natürlich die Startups und da können wir als Universität auch viel tun. Und das beginnt auch wieder bei der Ausbildung, weil es nützt die beste Idee nicht, wenn man sie dann immer Kongress auf einem Poster findet und man sie nicht mehr patentieren kann, weil es Gott sei Dank immer wieder selten, also immer seltener passiert, weil wir ganz ein hochaktives Technologietransfer-Office haben. Also schauen, dass man, was heißt das zu patentieren, wie kann man schützen, was ist eine richtige Strategie für IP. Also da beginnt es auch schon in der Ausbildung und dann in den Kooperationsverträgen natürlich darauf zu achten und wenn es zu einem Startup kommt, hier ganz attraktive Rahmenbedingungen machen. Unser Titel heißt nämlich ja heute Return on Investment und da kann ich sagen, als Universität ist das nicht unser Ziel. Wir finden, Return on Investment generieren wir, weil auf diesem Weg dahin so viel passiert. Wir junge Leute ausbilden, jungen Leuten eine tolle Arbeitsstelle bieten, dass Patientinnen und Patienten in klinischen Studien sind. Also das ist für uns auch schon, also quasi der Weg dahin ist für uns auch ein Ziel und darum leisten wir es uns, Start-up-freundliche Konditionen in den Lizenzverträgen zu vereinbaren, die eben sehr backloaded sind, dass wir die am Anfang gut leben können. Dann wollen wir natürlich auch ein bisschen am Erfolg mit partizipieren, aber ich glaube sehr fair. Und beteiligen uns auch nicht an den Startups, um sie zu schonen mit unserem logischerweise, weil wir eine große Institution sind, doch auch zum Teil sehr bürokratischen Verfahren und Regeln. Also und ich glaube, und das ist das Wichtige, was immer wir tun können, um einen Rahmen zu schaffen, um das zu ermöglichen, das tun wir. Aber es braucht natürlich mehr als nur diesen Rahmen und die Leute die Menschen, die mit Begeisterung was tun wollen. Und das sind, glaube ich, Themen, auf die wir noch heute kommen. Es braucht die Finanzierung, es braucht auch Laborflächen, ein leidiges Thema in Wien, ich weiß nicht, wie es dazu in anderen Standorten ist. Also es braucht einfach, und du hast es selbst gesagt, um dieses Ökosystem zu schaffen. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, aber wir wollen ja, dass es wächst und das heißt, man muss auch kontinuierlich investieren. Auch wenn wir jetzt auf die Zahlen schauen und sagen, das ist super, wie viele Startups wir haben. Ich glaube, es müssen mehr werden, es muss ja wachsen. Und in dieses Wachstum, das passiert nur, wenn wir alle auch gemeinsam investieren. Wie viele Startups habt ihr in den letzten Jahren in etwa aus dem Großbereich MedUni mit befreundeten? Ich würde sagen, im Schnitt, und wir machen erstaunlich viel jetzt im Digital Health Bereich, also Wirkstoffbereich ist ein bisschen zurückgegangen. Ich glaube, das hat viele Gründe, die angesprochenen langen Entwicklungszeiten, das wahnsinnig hohe Risiko. Aber im Digital- und MedTech-Bereich gibt es im Schnitt, würde ich sagen, 2-3 Startups pro Jahr. Aber ich würde mir jetzt lieber nicht auf eine Zahl fixieren, weil das Wissenschaftsministerium würde uns gern festnageln, wie viele Startups wir pro Jahr generieren. Das sind wir gerade in einer heiklen Verhandlung.
okay. Um dann irgendeinen Indikator zu basteln. Genau. Okay. Aber wir wollen da, glaube ich, alle das Gleiche, dass es tolle Startups gibt. Also heute geht es um Indikationen, aber nicht um Indikatoren. Wir kommen auf einige der Punkte nochmal zurück. Aber zuerst zu Ihnen, Herr Guckenberger. Ich würde Sie gern wirklich ein bisschen breiter fragen. Wir haben ja auch schon vorher uns im Vorfeld ein bisschen unterhalten. Wo sehen Sie aus Ihrer wirklich den ganzen Lebenszyklus solcher Unternehmen begleitender Rechtsexperte, wo sehen Sie den Standort Österreich in Bezug auf rechtliche, auch inklusive steuerliche Rahmenbedingungen? Wo ist es für ein Life Science Startup? Ist Österreich ein besonders guter Boden und wo können wir noch entsprechend was lernen und entsprechend uns weiterentwickeln? Also ganz am Beginn möchte ich eigentlich sagen, Österreich ist grundsätzlich ein guter Boden. Also ich halte nichts für Österreich-Bashing, auch wenn es viele Rankings gibt, wo wir nicht weit vorne sind, ich komme noch dazu. Aber Regulatorien und gesetzliche Bestimmungen gehören zum Wirtschaftsleben dazu. Ich glaube, es geht darum, dass man jene Regulatorien, die sich gar nicht mit Innovation und mit Veränderung und mit PS auf den Boden bringen, sozusagen von der Wissenschaft an die Wirtschaft, die gar nicht damit kompatibel sind, zu verbessern, zu verändern oder gar zu verhindern. Tatsache ist, dass wir in Österreich nach meinem Empfinden viel zu wenig Unternehmensgründungen haben. Und ich habe mir das noch einmal im Vorfeld dieser Diskussion angeschaut. In Österreich müssen Sie 1650 Leute zählen, damit Sie auf einen Unternehmensgründer kommen. In der Schweiz zählen Sie 450 und führend ist Hongkong, da ist jeder 37. Unternehmensgründer. Jetzt mag das mit allen Schwächen eines solchen Rankings verbunden sein, aber es sagt etwas aus über eine Kultur. Was wir in Österreich überhaupt nicht haben, ist eine Kultur des Scheiterns. In Österreich, wenn jemand mit seinem Unternehmen in die Insolvenz geht, dann hat er einen Nimbus des Versagers, des Nichts-Zustande-Bringens. Umgekehrt gibt es aber einige Länder, wo ihm dann eigentlich gesagt wird, er hat es probiert und es hat halt nicht funktioniert, aus den verschiedensten Gründen. Und daher versucht man auch, und da gibt es wirklich viele Ansätze, all diese Hürden, diese bürokratischen Hürden schon zu mindern und sozusagen zu verbessern. Wenn ich mir die neueste Weltbank-Studie zur Frage, wie weit ein Land für seine Startups sozusagen positive oder angenehmere Startbedingungen bereitstellt, anschaue, dann ist Österreich in der Kategorie Starting a Business weit hinten, auf Platz 127, voriges Jahr war auf Platz 150. Warum? Weil man an verschiedenen Indikatoren, und ich sage dazu, viele Länder, die vor uns sind, da möchte ich kein Startup machen. In Botswana und in Afghanistan möchte ich das nicht machen. Die sind halt aufgrund des besonderen Rankings vor uns. Aber es gibt viele vergleichbare Länder, insbesondere in Europa, wo wir weit hinten sind. Und da gibt es viele Punkte, die wir verbessern können. Das sind zum Beispiel die bürokratischen Maßnahmen, die ein Unternehmensgründer auf sich nehmen muss, mit Steuern, mit Buchhaltung, mit Finanzierung, wo 10, 15 Stunden in der Woche nur dafür aufgehen, die er lieber im Büro, nicht im Büro, im Labor oder im wissenschaftlichen Bereich tätig wäre. Aber es ist notwendig, ohne eine solche, also ich lagere es aus, aber das kostet dann wieder viel Geld, kann ich es nicht machen. Er muss sich bei der Unternehmensgründung einmal überlegen, welche Rechtsform schlage ich denn ein? Einerseits zwischen der Frage
einfach und schnell, aber damit risikobehaftet, andererseits haftungsschützend wie eine GmbH, damit aber wieder aufwendig und teuer. Und da gibt es schon Initiativen wie zum Beispiel der immer wieder neu gebrachte Ansatz dieser neuen Gesellschaftsform Austrian Limited, wo man ein paar Punkte einfach leichter, schneller machen möchte, wie eine Unternehmensgründung ohne Notar, nur schriftlich, vielleicht auch mit einem Intermediär wie einer Bank, auch in englischer Sprache, auch mit einem Kapital, das nicht sofort aufgebracht werden muss, sondern angespart werden kann. Und verbunden natürlich mit Möglichkeiten dann auch des Exit, die dann wiederum steuerliche verbesserte Implikationen mit sich bringen. Und das sind Rahmenbedingungen, wo man in Österreich sehr wohl immer wieder daran arbeitet. Und dieser Austrian Limited zum Beispiel, die steht im Regierungsprogramm. Ich glaube, da gibt es jetzt ein Gutachten von mehreren Rechtsanwaltskanzleien dazu, dass eine solche aufgesetzt wird. Das könnte was werden. Und das wäre wirklich ein toller Erleichterungspunkt für Unternehmensgründer, um nicht diese 8 Schritte und 21 Tage im Durchschnitt von der Idee, ein Unternehmen zu gründen, bis tatsächlich die Erlaubnis sozusagen tätig zu werden geschieht. Das ist einfach zu lange, das ist einfach zu teuer, das ist zu umständlich und das müssen wir verändern. Und dann, wenn man noch einen Schritt weiterkommt bei Technologiegründern, die jetzt diese unmittelbare Gründungsphase hinter sich haben und in die ersten Wachstumsbereiche gehen, wo sehen Sie da Herausforderungen? Da ist wahrscheinlich die Finanzierung die große Herausforderung. In Österreich haben wir wirklich ein unterentwickeltes Risikokapitalfinanzierungssystem. Ich glaube, in Wien haben wir 6 Risikokapitalfinanzierer und da ist in Österreich schon eine starke Konzentration in Wien. Wenn ich mir anschaue, in Berlin haben wir 120, 130, von London und Warschau will ich gar nicht reden. Wir haben also hier eine Landschaft, eine Finanzierungslandschaft, die nicht dafür ausreicht, obwohl genügend Geld vorhanden ist. Also in Österreich ist so viel Geld vorhanden. Wir sind auch im Immobiliensektor tätig und hier werden im Immobilienbereich Investitionen zu null Rendite und Return on Investment gemacht, bloß weil man es aus Sicherheit machen könnte. Und wenn eine Atmosphäre, eine Kultur gezüchtet werden kann oder auch befördert werden kann, dass man auch in Unternehmen genauso gut nach Risikogesichtspunkten investieren kann, dann wäre das viel besser. Und trotzdem ist es einigen österreichischen Unternehmen gelungen, Unternehmen zu unterstützen und zu finanzieren, die jetzt als Unicorns dastehen, also Unternehmen mit mehr als einer Milliarde Bewertung, was hervorragend für den österreichischen Markt ist. Absolut. Und hier, Herr Trommer, Sie haben offenbar die 21 Tage und 18 Schritte oder 18 Tage und 21 Schritte überlebt. Was war das Zarteste von dem Tag an, wo Sie gesagt haben, ich will jetzt Unternehmer werden, bis zum heutigen Tag? Und meine zweite Frage wird sein, was ist der große Eisberg am Kurs der nächsten 12 bis 24 Monate? Aber was war das Härteste für Sie in der Zeit, seitdem Sie gesagt haben, ich mache das jetzt? Ja, super Frage. Einerseits, ich hätte so viele Inputs zu all dem Gesagten. Tatsächlich ist es so, dass wenn man was gründet in Österreich, dann muss man auf jeden Fall einmal mit einer gewissen Zeitspanne rechnen. Das ist zweifelsohne so und das ist absolut korrekt. Das tut einem gar nicht so weh, wenn man weiß, okay, man fokussiert sich jetzt auf eine Vision und die hat, was weiß ich, Ausnahme 5 Jahre oder dergleichen. Was tatsächlich wehtut über diese Mechanismen, über die wir da gesprochen haben, zum Beispiel Austrian Limited, ist zum Beispiel die Mitarbeiterbeteiligung. Das sind dann immer so Themen, auf die kommt man erst, wenn man sie wirklich dann durchlebt. Weil man will natürlich Incentives schaffen für seine Mitarbeiter und das sind super gute Leute, die kennen sie top aus in einem Gebiet, die übersiedelt man nach Österreich, in unserem Fall nach Graz. Und ja, es ist halt dann schon sehr herausfordernd, weil natürlich muss man diese Options darlegen und es funktioniert zum Beispiel mit so einer Delaware C-Corp oder mit einer Inc. in den USA einfach. Und das geht bei uns halt einfach zum Beispiel relativ schwierig oder quasi gar nicht. Mhm. Das ist natürlich so ein Thema, das ist eine Herausforderung tatsächlich, wenn man in Österreich gründet, dessen muss man sich bewusst sein. Andere Herausforderungen sind natürlich, wie eher schon besprochen, Risikokapital. Hausnummer aus unserer Sicht heraus,
wen haben wir attraktiviert in der allerersten Linie? Silicon Valley Investoren. Also unser Investor sitzt im Menlo Park. Warum? Weil der hat natürlich eine andere Einstellung, das muss man offen so sagen, obwohl ich die österreichische Landschaft sehr achte und sehr schätze. Wir haben auch einen österreichischen VC bei uns mit an Bord. Dennoch ist so die Grundtendenz, dass man sagen kann, okay, wir haben jetzt eine Vision und wir wollen die weiterführen. US Venture Capitalist kommt her und sagt so, in unserem Fall Burschen, mein Kollege ist auch männlich, so Burschen, wie schaut es aus? Wo wollt ihr hin angreifen? Was ist eure Angriffsstrategie? Mhm. Wenn man in Österreich redet oder Zentraleuropa, kommt eher so, okay, was ist eure Defensive? Was ist eure Burg und wie könnt ihr euch verteidigen? Das ist natürlich, macht natürlich Sinn. Die Frage ist dann halt nur, als Startup, was will ich? Will ich eher dann in eine Richtung gehen, wo ich Services habe und Produkte, die vielleicht schon so weit ausgereift sind, dass ich sie gar nicht mehr total entwickeln muss, sondern direkt an den Markt gehen kann? Oder sage ich, okay, ich brauche jetzt das Risikokapital, wie bei uns zum Beispiel, und sage, okay, dieses Risikokapital wird unbedingt benötigt, um was wirklich Großes zu schaffen, anhand eben unserer Vision. Und können wir das entsprechend so nach außen hin pitchen, dass das jeder eben mitnimmt? Das sind auch so Themen, die adressiert dann auch die zweite Frage, die 24 Monate. Was haben wir gemacht? Wir haben natürlich wirklich im ersten Moment eine Projektion, auch finanzielle Projektionen, über 10 Jahre aufgeschlüsselt, damit wir entsprechend attraktiv waren für eben diese US-Investoren. Weil die, also am Ende des Tages ist denen egal, wer untergeht. Wir haben hier in Österreich zum Beispiel relativ großes, sagen wir, Grundrauschen. Und wir haben sehr viele, ja, vielleicht ist das ein bisschen unpolitisch formuliert, aber ein paar tote Gaule, an denen man weiter an, oder ja, man versucht halt diese weiter zu finanzieren und Anschluss zu finanzieren. Wobei es sein könnte, dass die in einem anderen Umfeld, zum Beispiel in den USA, gar nicht in irgendeiner Form mehr existieren könnten. Da wird einfach keiner mehr dran glauben. Und jetzt ist halt so, was wollen US-Investoren zum Beispiel? Und warum sind die so erfolgreich? Die sagen, okay, Burschen und Mädels, da habt ihr euer Geld, macht was damit, wir glauben an euch, auch wenn ihr zum Beispiel keine Serial Entrepreneur seid, was auch im Übrigen eine Limitierung ist im österreichischen Environment. Aber sie sagen, okay, wir wollen diesen Hockeystick sehen. Wir wissen genau, wenn wir als Fund investieren, wir glauben an 10 super talentierte Gründer und Gründerinnen, einer davon wird mit Sicherheit aufgehen. Und das ist fair enough in dem Fall. Und der Rest, eben, wie ja schon besprochen worden ist, ist die Kultur des Scheiterns. Da sagt man, okay, meine Idee, meine Innovation, meine Forschung war entsprechend vielleicht nicht so gerichtet, dass sie wirklich marktseitig angenommen wurde, aber später, vielleicht in einem neuen Venture, könnte es durchwegs einfach wirklich was werden. Ich habe die Erfahrung. Okay. Wo haben Sie am Frühstückstisch einmal richtig geschrien, weil es kaum zum Aushalten war, eine Geschichte, mit denen Sie in den letzten, die Frage kommt auch an Sie im Übrigen, wo Sie sich sagen, das gibt es ja nicht. Warum? Also ein österreichisches Phänomen, dass Sie echt, oder sind Sie so cool, dass Sie alles sagen, na, Sie sehen nur eine nächste Herausforderung, die werden wir auch noch packen. Boah. Ich meine, da ist dann die Frage, wie sehr man aus dem Nähkästchen plaudern will und was man da quasi verraten will. Aber eins kann ich auf jeden Fall sagen, und eben, das ist auch überhaupt kein Bashing gegenüber irgendwelchen Fördergesellschaften bei uns, die sind wirklich toll, sei das AWS oder FFG. Wir sind wirklich absolut höchst zufrieden von der Kompetenz auf der einen Seite und dann vom Support auf der anderen Seite. Was uns ein bisschen, ja, also wo wir ein bisschen empfindlich waren, Hausnummer, war, dieses Jahr hat es noch ein Programm gegeben, zum Beispiel FFG Early Stage heißt es. Da haben Unternehmen eben ansuchen können und schauen können, okay, kriegen wir Förderung oder nicht. Für uns optimal, Early Stage. Ja, Zeit verstreicht. 2 Monate später, nachdem wir den Antrag eingereicht haben. Ja, Entschuldigung, wisst ihr schon irgendwas? Haben wir mal ein Gespräch oder dergleichen? Heißt es ja, super, dass ihr nachfragt. Das Budget ist leer. Und dann sitzt man natürlich da und wartet 2 Monate und 2 Monate tun halt weh. Was passiert dann?
Nicht, dass man zum Beispiel vorgereiht werden würde, weil man ja den Antrag schon einmal eingereicht hat. Nein, man muss es dann in anderen Programmen, zum Beispiel Basisprogramm, erneut einreichen. Und so hat man dann am Ende des Tages zum Beispiel für eine Förderung Anlaufzeit oder eben Lead-Time, Durchlaufzeit von zum Beispiel 8 Monaten oder 10 Monaten. Es tut natürlich teilweise weh, wenn man da jetzt nicht glücklicherweise, so wie wir, stark gefundet ist, dann kann das tatsächlich existenziell werden. Also da habe ich schon 1-2 schlaflose Nächte gehabt, deshalb das gebe ich jetzt zu. Danke, danke. Ich habe gehofft, dass es eine konkrete Antwort auf diese Frage gibt. Dann habe ich noch eine ganz kurze Frage an Sie. Was war das Beste, was Sie von der Uni für Ihr Unternehmertum mitnehmen konnten, außer Wissen über die Technologie? Also ist eh klar, da haben Sie eine Menge gelernt über Ihre technologisches Know-how. Aber was ansonsten war das Beste, was Ihnen die verschiedenen Unis, auf denen Sie studiert haben und tätig waren, mitgegeben hat? Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Ich meine, es ist vielschichtig. Man nimmt von allem ein bisschen was mit, also je nachdem, wo man ist. Auf der einen Seite eben, warum Wirtschaftsinformatik? Weil halt eben dieser Entrepreneurial Spirit dort viel eher rübergetragen wird. Ist bei den Life Sciences nicht so, da geht es eher darum, Hard Skills zu entwickeln. Das heißt, wie gut kann man, was weiß ich, einen Western Plot ausführen und analysieren, Hausnummer, relevant im Life Science Bereich. Ja, und diese Kombination aus beiden ist natürlich dann, glaube ich, das, was wirklich schlagkräftig ist. Bedeutet, ich bin nicht der Überzeugung, dass diejenigen, die direkt die Forschung machen, die dann später überführt werden kann, in Unternehmen unbedingt wirklich die allerbesten Gründer sind. Es muss nicht immer der Fall sein. Es kann sein, gibt solche Personen, aber es ist nicht immer unbedingt relevant. Und dann, ja, also aus der Akademie heraus haben wir natürlich auch ein super starkes Scientific Advisory Board. Und wir müssen auch sagen, und da können wir alle sehr stolz sein, wir haben Exzellenz in der Forschung in Österreich und ich hoffe, das wird auch immer so bleiben und wir attraktivieren auch sehr gute Talente. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eins relevant, nämlich das ganze, die ganze Umgebung, die das komplementiert. Das sind so Organisationen wie zum Beispiel Biotech Austria, das ist sowas wie die Pharmik, die da in vielerlei Schichten hinein eben auch gehen und das Ganze in irgendeiner Form, sagen wir, direktivieren. Weil das Thema ist halt immer, ich kann Forschung machen, Forschung ist super, aber wenn sie dann eben nicht zielgerichtet ist, so dass die Industrie was davon hat, dann ist halt eben vielleicht nicht unbedingt ein mögliches Spin-off das Resultat, sondern einfach nur sehr schöne Grundlagenforschung, was ja auch total in Ordnung ist und das braucht es ja eben auch. Aber ja, das ist so. Danke. Michaela, Herr Bosch, ich komme sofort zu Ihnen. Michaela, weder am Seziertisch noch beim Multiple-Choice-Test lernt man richtig gut Unternehmertum. Wie könnt ihr euren Studierenden oder Jungwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wo könnt ihr irgendwo einen Impuls setzen, dass die sagen, ah ja, das wäre ja eigentlich was? Beim Med.at gebe ich da recht, beim Seziertisch bin ich mir nicht einmal so sicher, weil man muss schnell entscheiden und unter Druck und unter Schweiß Entscheidungen treffen. Und ich glaube, da stimmen wir dann die Startups zu. Man muss oft in Stresssituationen und vielleicht auch nicht mit allen Informationen, die man gern hätte, Entscheidungen treffen, schneide nicht oder was auch immer. Aber ich möchte es unterstützen, was der Kollege gesagt hat. Ich glaube, wir müssen, unser Anspruch ist nicht, aus jedem Forscher und jeder Forscherin einen Gründer zu machen. Das sind nicht immer die richtigen. Ich glaube, die werden mir sicher zustimmen. Das sind die Teams, auf die es drauf ankommt. Und die muss man sich zusammensuchen und die müssen unterschiedliche Kompetenzen mitbringen. Im PhD-Studium, das ist so unsere Zielgruppe, wo wir drauf schauen, dass sie eben schon Kompetenzen mitkriegen, im Sinne von eben patentieren, schon mal überhaupt dieses Gefühl zu kriegen, also dass es da was gibt, was schützenswert ist, das einen Wert hat, also auch einen kommerziellen Wert und dass das auch nichts Verwerfliches ist, dass man mit der Forschung auch Geld verdienen darf und das macht und zur Anwendung bringt. Ich glaube, mit allen unseren Initiativen eben diesen translationalen Forschungsweg zu forcieren, glaube ich, erzeugen wir schon Stimmung und eine Infrastruktur, diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, was bei uns an der Uni schon immer so da ist, diese zwei
architektonisch vielleicht zu hinterfragenswürdigen großen Türme, aber da gehen über 1 Million Patientinnen und Patienten jährlich ein und aus. Und so diese Anwendung vor Augen zu haben, ist, glaube ich, eine große Motivation und schafft auch, vielleicht nicht ein Entrepreneurial im Sinne von, wie kann ich das möglichst gewinnbringend, aber Motivation, wie kann ich es möglichst schnell anwenden, bringt das, glaube ich, schon als Stimmung am Campus bei uns mit. Danke. Herr Bosch, können Sie mit dem Sezierbild was anfangen? Sie haben zumindest eine sehr genaue morphologische Analyse des Standortes Österreich zuerst für sich gemacht, bevor Sie überlegt haben, werde ich Unternehmer oder nicht? Was waren da Ihre Lehren und Ihre Erkenntnisse? Lassen Sie uns da ein bisschen teilhaben. Im Seziertisch kann ich tatsächlich nicht allzu viel anfangen, aber ich denke, genau und überlegt zu handeln, aber gleichzeitig rasch die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist sicherlich was relevant ist, sowohl für Ärzte als auch und angehende Ärzte als auch dann für Unternehmer. Sie haben recht, wir haben die Ares in Wien gegründet 2017. Da muss man vielleicht vorausschicken, das war jetzt kein klassisches Startup, was wir auf der grünen Wiese gegründet haben, sondern dass wir auf Basis von IP und Technologie, die bei Siemens in Deutschland von meinem Team und mir entwickelt wurde, gegründet haben und wo wir auch die Anschubsfinanzierung von einer deutschen Molekulardiagnostikfirma bekommen haben dafür und dementsprechend auch überlegt haben, wo platzieren wir jetzt dieses Unternehmen strategisch am besten, um Access zu Talent zu haben und auch eben Zugang zu Frühphasenförderung, um aus diesem Asset tatsächlich Produkte zu entwickeln und auch Umsätze zu generieren. Und da haben wir uns auch mehrere Standorte im deutschsprachigen Raum angeschaut und sind dann zum Schluss gekommen, dass Wien durchaus ein guter Standort für die Frühphasenforschung und Entwicklung ist. Und das ist ganz wichtig, weil wir haben ja schon ein paar Mal über das Silicon Valley gesprochen, um da vielleicht auch ein anderes Sinnbild zu bemühen. Es gibt dieses Valley of Death nach der Frühphasenforschung und Entwicklung, nämlich wie schaffen wir die Anschubsfinanzierung. Da kommen wir vielleicht noch später drauf. Aber für die ersten Schritte haben wir uns da perfekt zurechtgefunden und die Entscheidungspunkte waren eigentlich zwei große, warum wir gesagt haben, wir siedeln uns in Wien an. Ja. Das eine war eben das Förderumfeld, FFG und dergleichen, haben wir schon erwähnt, Wiener Wirtschaftsagentur und natürlich auch die Forschungsprämie. Das war auch ein wichtiger Faktor, warum man als deutsches Unternehmen gesagt hat, wir gründen hier in Österreich dieses neue Startup. Und der zweite Faktor war auch die großartige Unterstützung durch eben die Standortagentur Austrian Business Agency, Wiener Wirtschaftsagentur, Lisa Vienna in der Anbahnungs- und Ansiedlungsphase. Wir haben dann relativ schnell eigentlich den idealen Standort am Vienna Biocenter, gar nicht so weit entfernt heute von unserem Diskussionsort, gefunden. Da muss man aber auch gleichzeitig sagen, haben wir wahrscheinlich etwas Glück gehabt, weil ich glaube, Labor, das Stichwort kam schon mal auf. Ja. Wir hatten einfach Glück, zu dem Zeitpunkt war Labor und Bürofläche verfügbar. Das ist nicht immer so der Fall und das ist sicher ein limitierender Faktor für weiteres Wachstum eben nach der ersten Phase, über die erste Phase hinaus noch in Wien. Aber schlussendlich, ich glaube, das war die richtige Entscheidung auf alle Fälle. Was auch ein ganz guter Punkt, glaube ich, noch ist, ich weiß nicht, ob es aufgekommen ist, zumindest Herr Trummer und ich haben im Vorfeld darüber gesprochen, dass man auch sehr gute Leute in Österreich für derartige Unternehmen gewinnen kann. Die Universitäten sind da sicherlich sehr gut auch in der Ausbildung derselben. Was dann ein bisschen schwieriger schon wird, ist eben auf Executive-Level-Ebene da Leute reinzubekommen, um für Startup-Aktivitäten zu begeistern, weil das Ökosystem dann eben für die wirkliche Skalierung schlussendlich dann in anderen Bereichen oder anderen Geografien interessanter ist und einfacher zu finanzieren. Für Leute, die im
technologisch-kaufmännischen Betrieb tätig sind, also die Nicht-Executive-Ebene. Da gibt es viele Absolventen und auch viel Zuzug aus einigen Nachbarländern. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Wir haben aber in Interviews mit etablierten Unternehmen einige Manager gesagt, wir sind gern hier in Wien, weil der Kampf um die Talente noch nicht so brutal ist. Also nicht mehr, man kann es ja sagen, es gibt so viele oder es gibt eben nicht so viele Nachfrager. Was ist da Ihr Blick auf die Landschaft? Durchaus. Also ich stimme dem insofern zu, als dass es auf Expertenebene da sicherlich einen großen Talentpool gibt und auch der Kampf um dieselben noch nicht so geführt wird wie in USA oder dergleichen. Also das werdet ihr auch sehen, da sind die Lohnkosten dann ein Vielfaches auch. Aber mein Punkt war mehr dahingehend, dass es gerade wenn man Persönlichkeiten eben für Startup-Aktivitäten gewinnen will, wo man auch eine Incentivierung braucht, genau, für die Aktivitäten, die man hier in das Unternehmen steckt, das ist ja weit mehr als 40 Stunden die Woche, ja, dass hier, wenn ich direkt Firmenanteile halte an einer Firma und in einem Fall eines erfolgreichen Exits hier auch selber, ja, partizipiere, das ist natürlich viel ansprechender für entsprechendes Talent, als wenn ich über klassische Gehaltsstrukturen incentiviert bin. Ja. Und das ist zum Beispiel eine Incentivierung, die in Österreich ganz schwer umzusetzen ist. Aber ich denke, eine Fragestellung, mit der jedes Startup auch zu kämpfen hat. Weil klar, das Schlüsselpersonal will incentiviert werden. Und da ist vielleicht auch so das Mindset noch ein anderes in, sage ich mal, USA und den eher traditionelleren europäischen Ländern. In USA sagt man halt, naja, wenn ich einen kleineren Teil von viel habe, dann ist noch immer gut, ja, als wenn ich einen großen Teil von nichts habe. Ja. Mhm. Und dieses, ja, die den Wert schaffen, auch daran partizipieren zu lassen und ihn realisieren zu lassen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Erfolgsfaktor für Startups. Und das ist sicherlich auch ein wichtiger Erfolgsfaktor bei Auslizenzierungsgesprächen von Seiten der Uni, dass man eben da auch nachher versteht, dass viel Wertschaffung tatsächlich in der Umsetzung auch noch geschieht und dass ein Patent allein noch nicht ein Erfolgsgarant ist. Und da ist sicherlich so ein bisschen die Spannungslage, unterschiedliche Interessen zusammenzubekommen. Technologietransfer Interessen von Startups und dann wieder den Leuten, die in den Startups tätig sind. Ich habe das auch immer bewundernswert gefunden, wie jemand wie der Herr Zuckerberg unendlich viel Venture-Kapital einsammeln kann und 98% der Kontrollrechte an seinem Unternehmen behalten kann. Das ist nichts, was jeder Unternehmensgründer sich vornehmen sollte, weil das ist in der Regel eher unrealistisch. Naja, das funktioniert, solange die Investoren auch partizipieren und gewinnen. Ja? Wenn die ihren Schnitt nicht machen, dann funktioniert es natürlich nicht mehr. Dann, ja, ist es weg. Ja. Aber die partizipieren natürlich über den Anstieg des Firmenwerts, ja, und nicht direkt über, ja, eine profitable Firma. Return on Investment ist auch das Schlagwort der heutigen Veranstaltung. Manchmal ist Profitabilität gar nicht das Ziel eines erfolgreichen Wachstums, ja. Ja, weil was man in Österreich, denke ich, sehr oft sieht, ist, dass wirklich gute Startups, mhm, gegründet werden, mit einer coolen Technologie, mhm, mit einem coolen Gründerteam. Dann gibt es eine Anschubsfinanzierung von der FFG, und dann müssen sie aber auf eigenen Beinen stehen. Und was machen sie dann? Naja, dann steigen sie ins Servicegeschäft, mhm, ein, ja, weil das kann man anbieten und damit kann man Umsätze generieren. Das skaliert aber nicht. Den Investor interessiert das Produktgeschäft. Ja. Und das ist immer so eine Spannungslage, worauf fokussiert man. Klar ist gut, wenn man mit Services Umsätze macht und zeigt, dass man Traction im Markt hat, aber Investoren interessiert am Ende des Tages ein skalierbares Geschäft. Wir haben vorher gehört, da hätte ich jetzt gerne, um die erste Runde abzuschließen, es sind nicht so viele Unternehmen, wie es sein könnten im Ökosystem. Könnten Sie da noch ein bisschen auch alle eine Einschätzung treffen?
Wirtschaftsförderer in Österreich sagen gern, wir sind jetzt der Start-up-Hub von Mitteleuropa oder wir sind dieses und jenes. Und ich hätte gern von Ihnen eine kühle Einschätzung, wo wir jetzt relativ stehen. Viele Zahlen, wenn man sich irgendwelche Global Entrepreneurship Monitor oder andere Zahlen anschaut, zeigt schon, dass wir zu den Spitzenstandorten, was Anzahl und Wachstum von Unternehmen betrifft, auch im Life Science Sektor, schon noch einen Aufholbedarf offensichtlich haben. Aber vielleicht können Sie da ein bisschen mit ein paar Beobachtungen bringen. Diesmal muss ja nicht gerade das Silicon Valley der Vergleichsmaßstab sein, da kann man für andere europäische Standorte. Wenn ich die Frage vielleicht übernehmen darf, und zwar sehen wir es mal aus einer anderen Perspektive heraus. Vor 2 Tagen habe ich geredet mit einem Silicon Valley Investor und wie sieht der den Standort Österreich zum Beispiel? Der sagt zum Beispiel, Österreich ist höchst interessant, höchst relevant. Wir sind aktuell circa da, seine subjektive Wahrnehmung heraus, wo UK vor 5 Jahren war. Ist okay, weil UK ist aktuell extrem stark, die haben sehr, sehr starke Unternehmen, Exscientia zum Beispiel im Life Science Bereich, irrsinnig liquide. Und wir sehen, dass es eigentlich durchwegs in der Trajektorie nach oben geht für uns, das definitiv. Und da kann man auch wirklich dankenswerterweise eben solchen Personen wie zum Beispiel Nikolaus Krall von Allside oder eben auch Georg Winter von Proxygen danken, die einfach in irgendeiner Form uns eigentlich jetzt Wien oder Graz auch oder Österreich in der Gesamtheit wahrnehmen lassen. Das ist unbedingt notwendig. Josef Benninger gehört übrigens auch da dazu. Peter sitzt da ja auch im Publikum. Und das ist wirklich eine schöne Sache. Das ist das, wie wir wahrgenommen werden. Wie sich es oft anfühlt von unserer Seite aus, ist, wenn man jetzt mit Investoren zum Beispiel redet und eben Anschlussfinanzierungen, das ist wirklich wichtig hervorzuheben, Anschlussfinanzierungen kommen nicht aus Europa. Das ist eben Early Stage, ist in Ordnung. Warum? Weil wir haben in irgendeiner Form auch nicht die Expertise, die aktuell am Markt wirklich gefragt ist. Eben, wir reden immer wieder davon, das Ziel von einem Return on Investment ist nicht in irgendeiner Form ein profitables Unternehmen zu generieren, sondern etwas, was auf der Börse gut performt am Ende des Tages, das ein Exit hinlegt. Was performt traditionell gut auf den Börsen? Tesla zum Beispiel, die einfach mit sehr viel Fantasie agieren. Da will man einfach sehen, okay, wo geht's hin in den nächsten 10 Jahren, in den nächsten 20 Jahren? Und so müssen wir halt eben auch wahrgenommen werden. Das heißt, wir müssen quasi so wahrgenommen werden, wie aktuell auch die anderen europäischen Hubs. Das soll definitiv unser Ziel sein. Das ist dann eventuell sowas wie eben in Cambridge, Oxford, die Richtung oder eben auch Schweiz als Gesamtheit. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg diesbezüglich. Das ist okay. My two cents. Vielleicht möchte noch irgendwer das ergänzen, Sichtweise, und dann kommen wir zum zweiten Punkt, zum Finanziellen. Ich finde, es braucht eine kritische Masse, dass die 9, die scheitern von den 10, dass das eine natürliche Fluktuation wird und das absorbiert wird wieder vom System. Dass die scheitern, sofort entweder aufgesaugt werden von den Firmen, die gerade wieder wachsen, oder da schon wieder das Nächste entsteht. Ich glaube, und da braucht es eine kritische Masse, also dass die Gründer wieder unterkommen, wieder sofort was Neues mit einem neuen Team. Ich glaube, wir sind fast dort, aber es braucht schon noch ein bisschen mehr, und je größer das ist, umso leichter fällt das auch. Wächst eigentlich die Computer-World-Gründerszene und die Life-Science-Gründerszene, wächst die richtig zusammen? Oder sind das 2 große Kreise, die halt eine gewisse Schnittmenge nur haben? Wächst zusammen, absolut. Also wir sehen aktuell, da wo die meisten Investments reingehen, sind Bio-IT, definitiv. Mhm. Also man sieht so schön die Kurve diesbezüglich. Ja. Und es sagen nicht jetzt nur wir und wir sehen das in irgendeiner Form, sondern man muss sich da dann am Ende des Tages auch wieder die großen Investmentfirmen anschauen. Andreessen Horowitz ist so ein Exempel, die einfach irrsinnig gut performt haben die letzten Jahre. Sie haben früher gesagt, Tech eats the world und IT und
dergleichen Digital Eats the World, jetzt sagen sie Bio Eats the World. Und die sind zum Beispiel der Überzeugung, dass die Pharmabranche und auch die Life Science Branche in irgendeiner Form industrialisiert werden muss. Bedeutet, wir sind aktuell eigentlich in einer Phase, wo wir sehr viel Umbruch sehen. Also wenn man sich jetzt wirklich anschaut, wie agiert so ein Life Science Unternehmen, wir sehen, es wird sehr viel manuell gemacht, händisch kuriert, Daten auch händisch eingesammelt. Da ist dann immer die Frage, erstens nach dem Fehler und zweitens, ob es an einem Standort, der ja dann doch eher kostspieliger ist als zum Beispiel Indien, wo sehr viel outgesourced wird, auch an diese Contract Research Organizations, ob es überhaupt sinnig ist, manuell Daten zu kurieren. Und Silicon Valley hat das erkannt und auch die Boston Area, und die sind auch absolut der Überzeugung, dass eben eins der großen Themen auf jeden Fall ist die Automatisierung eben dieser Prozesse, also Roboter sollen die Arbeit übernehmen und sollen dann auch versuchen, individuelle Fehler in irgendeiner Form zukünftig zu vermeiden. Warum? Weil es geht auch in irgendeiner Form darum, kann man den Daten, die generiert werden, vertrauen. Und das ist auch so ein Thema, das sehr häufig, glaube ich, eine Thematik ist jetzt, gerade in der Life Science Industrie, weil gerade dort, wo man mit wenig Daten arbeitet, ist dann halt immer kritisch zu hinterfragen, wie valide und wie gut sind eben diese. Ja. Also Digitalisierung unbedingt notwendig, okay, auch in den Life Sciences. Und die VCs haben wir neu in Wien, ja, und die sind beide im Digital Health, okay, Bereich, und Calmstorm Ventures kommt ja zum Beispiel aus dem IT-Bereich. Also man sieht es auch von der Kapitalgeberseite. Wir kommen eh zu dem Anschlussfinanzierungsbereich. Wenn Sie alle einen Wunsch frei hätten, ich fange mit Ihnen an, Herr Bosch, drei große amerikanische VCs machen in Wien eine Niederlassung, oder es gibt 10 weitere lokale österreichische VCs. Was soll die Fee bringen? Naja, es geht um die Assets under Management. Ne? Also, die Frage ist, wie groß ist der Fonds dann auch dahinter? Ne? Sagen wir, die Kapitalmenge ist jeweils die gleiche. Drei große amerikanische oder also 10 zentraleuropäische. Da habe ich jetzt keine Präferenz. Also ich glaube, wir können viel gute Sachen hier lokal machen. Mhm. Was wirklich der differenzierende Faktor zurzeit einfach ist, ist der Zugang zum Kapital. Mhm. Ja. Wenn, ich glaube, das ist am Ende des Tages da auch der Punkt. Ja, wenn wir selber wenn Österreich es schafft, auch die Incentivierung dementsprechend zu setzen, es geht ja um die Investments zu steuern, ja, steuerliche Anreize zu setzen, in Startups zu investieren, ja, auch das im Privatvermögen Business Angel Business Angeltum zu fördern und Primatvermögen in Startups zu lenken, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Ja. Ja, genau. Generell, um auf Ihre Frage doch noch zu antworten und nicht nur herumzuschwimmen, glaube ich, tut uns ein bisschen mehr amerikanisches Mindset und Mut zum Risiko schon gut. Ja. Allerdings würde ich sagen, man sollte dann dieses Mut zum Risiko auch fokussiert nehmen, ja, und sagen, in Schwerpunkt, also wirklich zu gucken, wo ist man stark. Ja. Und ich meine, wir bauen hier so ein bisschen Luftschloss, wir werden jetzt nicht sofort 3 amerikanische VCs oder 10 neue bekommen, aber was kann man unmittelbar machen, ist einfach mal die Fördervolumina, die jetzt schon im Umlauf sind, fokussierter einsetzen, Infrastruktur damit zu fördern, ja, und so weiter. Ja. Aber schlussendlich, ja, also ich würde mich natürlich freuen, wenn wir 3 amerikanische VCs in Wien hier zur Ansiedlung bewegen können. Ja. Michaela, please comment, nur in einem Satz oder 2. Hast du eine Präferenz?
Naja, was wir ja schlussendlich alle wollen, ist, dass die Wertschöpfung in Österreich zum großen Teil da bleibt. Ja, das ist ja der Hintergrund meiner Frage. Genau, aber ich glaube, das ist egal. Ist das wurscht? Das ist nämlich meine Vermutung. Genau, also ich glaube, das wäre vollkommen irrelevant und wahrscheinlich ist es sogar besser, wenn es zwei amerikanische sind und die haben so viel Power, dass sie dann auch dann über die Austrian Limited durchsetzen. Also ich glaube, das ist nicht die Frage. Die Frage wird dann sein, wie schaffen wir es, dass die Unternehmen hier auch wachsen, von hier aus raus in die Welt erfolgreich sind und von dem her, glaube ich, ist wer gleich. Und hier auch einen starken Standort haben, Herr Guckenberger, Sie haben richtig antizipiert, dass ich mich gleich an Sie wenden würde, wenn Sie in Ihrer Fragebeantwortung auch unterbringen, die österreichische Pensionskassenlandschaft plus die österreichische Privatstiftungslandschaft bringen ungefähr 100 Milliarden auf die Waage. Ich bin I'm too penniless, um eine Privatstiftung zu haben, aber meine Pensionskasse sollte gefälligst 3-4% ihrer Veranlagung in Venture-Kapital stecken können. Könnten Sie bei Ihrem Punkt diese Sache auch ein bisschen einbauen? Also ich bin da vielleicht ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, der Bauer gehört aufs Feld. Was ich damit meine ist, die Finanzierer gehören in die Nähe der Unternehmen, die sie finanzieren, weil sie ganz wesentliche Mitgestalter der steuerlichen, der sozusagen Umweltbedingungen für dieses Finanzsystem sind. Der amerikanische Venture Capital Investor hat kein großes Interesse für seine Leistungen, für seine Industrie sozusagen in Österreich Rahmenbedingungen durchzusetzen. Er wird kein Lobbying betreiben. Ja? Wenn das aber in Österreich ist oder zumindest im europäischen Umfeld, dann glaube ich sehr wohl, dass dieses Mindset auch bei jenen, die dann entscheiden müssen, also die Beamten im Finanzministerium oder überhaupt in einem Wirtschaftsministerium, immer wiederum lobbyistenmäßig gesagt bekommen, was gut wäre, wie es umsetzbar wäre, was den guten Erfolg bringt und nicht alle 4 Jahre nach irgendeiner Nationalratswahl wiederum sozusagen das Risikokapitalfinanzierungsfähnchen hinausgehängt wird und dann irgendein Gutachter oder ein Grundsatzbeschluss gefasst wird und es aber nicht umgesetzt wird, weil vielleicht die Leidensfähigkeit doch nicht sozusagen zu stark strapaziert wird oder weil man es eben nicht genau weiß. Und deswegen glaube ich, würde eine Finanzierungslandschaft ganz nahe bei den Unternehmen sehr hilfreich sein. Okay. Und jetzt, um zurückzukommen auf die Frage Pensionskasse und Stiftungen, in Österreich gibt es unglaublich viel Geld. Es gibt unglaublich viel Geld, das kanalisiert werden könnte, aber es wirkt bei uns der Faktor Risiko. Jedes Risiko oder die Gefahr des Scheiterns, das sozusagen droht, verhindert den Stiftungsvorstand, dass er dort etwas finanziert oder investiert, weil ihm irgendwann vielleicht jemand den Vorwurf machen könnte, dass er da nicht genau drauf geschaut hat, weil das Unternehmen ja pleite gegangen ist. Entschuldige, dass ich Sie unterbrich. Wegen des Verwahrentgelds wird er nicht wegen Untreue vor den Richter kommen. Er kauft sich lieber eine Innenstadtimmobilie, die ihm eine Rendite von 0,5%. Wenn er da sieht, dass die Inflation dazukommt, ist er eh unter Null. Aber das ist unangreifbar. Investiert er in ein Grazer oder einen Innsbrucker Startup, das sich im Bereich Life Sciences bewegt, von dem er vielleicht auch gar keine Ahnung hat, weil er natürlich als Stiftungsvorstand kein Venture Capital Finanzierer ist, halt nur viel Geld verwaltet, dann tut er sich das nicht an. Jetzt gäbe es natürlich die Möglichkeit, sich Leute zu bedienen, die das können. Ja? Inkubatoren, Finanzmediäre, Intermediäre und so weiter, die sehr wohl das umsetzen können zwischen einerseits dem Investment und andererseits dem Unternehmen dieses Missing Link bilden können, aber auch das ist bei uns relativ wenig ausgeprägt. Ja. Fragen Sie in Österreich einer Bank über Venture Capital, Private Equity nach, Sie werden ganz wenige Spezialisten finden, die Ihnen wirklich hier helfen können, nämlich auch diese beiden Brücken zu bauen, vom Fremdkapital zum Eigenkapital, das unbedingt notwendig ist. Risikounternehmen müssen mit genügend Eigenkapital ausgestattet werden. Und wie ist das, wenn wenn Leute in Österreich in Folge- und Wachstumsfinanzierung reingehen, sei es über einen Venture-Kapitalfonds oder über ein anderes Vehikel, gibt es da so Situationen, wo die statt nullmal oder nur einmal Steuern zu zahlen, vielleicht zweimal zur Kasse gebeten werden oder irgendwelche andere Dinge, die
sozusagen aus dem System des Steuerrechts heraus möglicherweise verhindern, dass Investoren sagen, na, das ist eine tolle Investmentgelegenheit. Ja, also es gibt ein paar Ansätze im steuerlichen Bereich, die schon dringend sozusagen angesprochen gehören. Der eine Bereich ist das, was Sie auch, Herr Drummer, gesagt haben, wie werden Mitarbeiter entlohnt, wie ist das Incentive, nicht nur, dass ich sie nicht sozusagen mit verschiedenen quasi Geschäftsanteilen oder Class A oder Class B Shares beteiligen kann, wo ich unterschiedliche Rechtsfolgen danach knüpfe, sondern wie die besteuert werden. Ein Unternehmer, wenn er eine Dividende bekommt, wird mit dem begünstigten Steuersatz besteuert. Wenn ein Mitarbeiter etwas herausbekommt, zahlt er die volle progressive Steuer, weil es ihm sozusagen Entgelt als Entgelt angerechnet wird. Das ist etwas, was, glaube ich, geändert gehört und was auch dazu führen würde, um leichter Schlüsselarbeitskräfte und Key People zu holen. Das Zweite, was auch, glaube ich, ein Punkt ist, ist, dass nicht nur die Gewinne besteuert gehören, sondern möglicherweise auch die Verluste sozusagen mit ausgeglichen werden können. Das heißt, dass ich die Verluste mir auch gegen mein restliches Einkommen, das ich habe, ausgleichen kann. Das gibt es in verschiedenen Steuerformen, wie bei einer KG kann ich das. Aber genau, in der Industrie gibt es das ja zum Teil, dass das ja, so mit Gruppenbesteuerung, das kann ich machen, aber davon reden wir jetzt nicht, sondern wir reden von Startups. Dort hat der Investor von einem Verlust sozusagen nichts direkt davon, sondern er muss sich, den Verlust hat das Unternehmen, das kann es natürlich vortragen und wenn es später Gewinne macht, kann es dagegen ausgleichen, aber der Investor selber hat nichts davon. Und der dritte Punkt ist, in Österreich herrscht ein sehr großes Ungleichgewicht international gesehen, was die Eigenkapitalausstattung von Unternehmen betrifft. In Österreich haben wir eine durchschnittliche Eigenkapitalausstattung von ungefähr 35-36% von der Gastronomie, Hotellerie mit 10% will ich gar nicht reden. Ja? Aber wenn ich daher mit Eigenkapital finanzieren muss, dann muss ich mir überlegen, welche steuerliche Qualität das hat. Fremdkapital kann ich abziehen, mindert den Gewinn und Eigenkapital wird aber sozusagen nicht entsteuert, sondern wenn ich es ausgeschüttet bekomme als Dividende, muss ich es versteuern, aber ich kann quasi den fiktiven Eigenkapitalzinssatz, den ich einsetze, mir nicht abziehen. Und das ist jetzt auch etwas, was wiederum durchaus diskutiert wird, diese Debt Bias, dass man sagt, einen gewissen Prozentsatz, das darf natürlich nicht zu hoch werden, weil sonst entsteuere ich alle Unternehmen in Österreich mit der Körperschaftssteuer und das ist ja ganz ein wesentlicher Einkommensbestandteil für den Staat, die ja, Körperschaftsteuer, genau. Das sind 7-8 Milliarden Euro. Daher kann ich nur einen bestimmten Teil entsteuern, aber den könnte ich entsteuern, wenn ich 1-2% fiktive Eigenkapitalzinsen ansetze und die dafür absetzbar mache. Das wären so ein paar steuerliche Ansätze, wo man sehr wohl etwas bewirken könnte und wo etwas gerade auch auf dem Weg dazu ist. Danke für diese knappe, präzise Darstellung dort, wo man die Schrauben etwas anders anbringen können. Herr Drummer, möchten Sie noch in einem ganz kurzen Schlaglicht etwas dazu kommentieren, sonst würde ich einmal ins Publikum schauen, weil wir haben Publikum, ja. Leute, ja, wir haben Publikum wieder. Vielleicht eins, ich bin mir nicht sicher, ob jeder weiß, also wie Venture Capital Gesellschaften generell funktionieren da im Raum oder ganz generell. Also wenn wir von Venture Capital reden, reden wir immer davon, dass halt meistens superreiche Individuelle oder eben Unternehmen häufig wo einzahlen, die werden dann auch häufig als LP geführt, Limited Partner. Und was wir jetzt schon sehr wohl sehen, ist, wenn man mal da wirklich tief eintaucht in die ganze VC-Welt, so wie wir es halt gemacht haben, dass man sieht, hey, eigentlich passiert schon eins, die superreichen Individuen aus Österreich und aus Deutschland und was weiß ich, die zahlen sehr wohl in VC-Fonds ein, aber es sind halt nicht die, die in der Dachregion aktiv sind, weil sie halt einfach viel mehr Vertrauen haben in die, die das bereits seit 20, 30 Jahren einfach machen. Und da sollten wir uns definitiv hinterfragen, wie wir da eben auch wieder incentivieren können, dass uns das Geld vielleicht wirklich regional vor Ort unterstützt, weil, ja, warum sind wir in Silicon Valley gegangen? Weil wir vor Ort sein müssen, um mit den Leuten dort zu reden. Am Ende des Tages geht es immer darum, wo Menschen zusammenkommen, der menschelt, man will sie kennenlernen, man will wissen, wer ist das Unternehmen, physisch präsent sein und so kann es funktionieren. Und da sind wir relativ abgekapselt. Das ist ja, danke. Also wenn jemand
von uns in einem Family Office zum Beispiel einer Milliardärsfamilie tätig wäre, dann ist unser Blick automatisch ein globaler. Ne? Und wir schauen, wo gibt es die besten Investitionsmöglichkeiten. Absolut. Und wir müssen, wenn wir was tun, auch diesen globalen Blick fürs Lokale, also diese globalen Strategien auch ein Stück weit uns aneignen, um sie lokal auch hier wirksam werden zu lassen. Da kann sich ja fast jeder bei der Nase nehmen, der in Aktien zum Beispiel investiert, weil wohin investieren wir in all diese Value-Aktien aus den USA? Wir investieren ja selber auch als Individuen, zumeist jetzt nicht in irgendwelche österreichischen Positionen, vielleicht deutsche, wenn es gerade einmal passt. Also das sind da eben genau diese Themen, die sie durchwegs über unser Mindset quasi durchziehen, von uns als quasi jetzt kleinere Individuen zu den großen Corporates, die weiterfinanzieren. Danke. Wenn Sie sagen möchten jeweils, wer Sie sind, dann machen Sie das dazu. Also wir freuen uns auf Ihre Fragen. Im Chat habe ich noch keine, also im Q&A habe ich noch keine, aber here are real people. Herzlich Hallo. Willkommen. Michael Eipeldauer. Ich bin Unternehmensberater und ich habe eine Frage an die Frau Vizerektorin Fritz. Die Frage ist, Sie haben gesagt, wie schaffen wir es, dass die Unternehmen von hier aus wachsen können? Wenn Sie, also meine Frage an Sie wäre, wo ist der ideale Markt, wo Sie gerne hin würden als Österreich oder auch als Wien? Und welche drei Telefonnummern, wenn Sie morgen diese drei Telefonnummern priorisieren müssten, wo Sie anrufen, damit Sie zu diesem idealen Markt kommen können, hier, welche wären das? Also die MedUni Wien, wir servicieren keinen internationalen Markt. Ich weiß nicht, ob die Frage ich die richtige bin. Ich glaube, die Frage geht mehr an die Startups. Aber ich kann es für Startups auch ein bisschen beantworten. In letzter Zeit habe ich nämlich interessante Anrufe immer aus dem Ministerium bekommen, wenn... Wollten die was investieren? Oder? Nein, wenn Startups verkauft wurden. Wie wir das einschätzen, dass jetzt ein Life-Science-Unternehmen von einem Schweizer Unternehmen oder von einem britischen Unternehmen übernommen wird und hat es, welche Bedeutung hat das für die Gesundheitsversorgung der Österreicher und Österreicherinnen? Und ich war zuerst total irritiert, warum, weil ich, also es gab eine Zeit, wo wir uns alle gefreut haben, wenn investiert worden ist in Wien und wenn solche Unternehmen gekauft wurden und es wurde abgefeiert und Party und jetzt einmal kriege ich die Anrufe, so quasi, das ist ja ein Risiko für Österreich, wenn die übernommen werden. Und ich glaube, von dem her, ich glaube, der Markt ist die Welt. Also wenn das der Anspruch unserer Startups nicht ist, dass die die Welt bedienen wollen und wenn das nicht okay ist, also das ist einfach ein, es gibt keinen österreichischen Markt, auch nicht im Gesundheitsbereich. Und wenn die dann nicht den Anspruch haben, dass das weltweit ist, wenn es dann nicht auch okay ist, dass das gekauft wird, es sind die Lieferketten international. Also diese Tendenz, die wir jetzt auch durch die Pandemie hatten, das ist ein bisschen so, es gibt nur noch, also wir machen eine Impfstofffirma in Österreich, die Impfstoffe für Österreicher, das gibt es nicht. Das ist viel zu, ja, ich finde, wir müssen schauen, dass man einen europäischen Pharma-Standort stärkt und was kann man da tun, aber kann man nicht anfangen, wieder ganz national zu denken. Also, aber meine drei Telefonnummern, ich weiß es nicht, also als MedUni Wien, also, marktmäßig kann ich es, glaube ich, nicht anrufen. Also wir machen Fundraising und die drei Nummern, wo ich da gern anrufen würde, weiß ich nicht, vielleicht beim Herrn Soros mal, ein paar große VCs, wir hätten hier noch ein Zentrum für Präzisionsmedizin, für das wir mit Leben füllen wollen. Immerhin die Europäische Union finanziert uns jetzt das Gebäude. Also so highly rich individuals würde schon gewinnen für unseren Talentemarkt. Herr Brosch. Genau, vielleicht um zwei Punkte zu verknüpfen, die jetzt Sie vorgebracht haben und vorher der Herr Trummer. Das Geld findet immer den Weg dorthin, wo es die höchste Rendite macht. Ja? Das heißt, wenn wir privat investieren in Aktien, dann ist da wahrscheinlich auch viel US-Titel dabei. Ja? Das heißt, und Ihre Anrufe, die waren wahrscheinlich aufs Investitionsschutzgesetz auch gemünzt. Ne? Ja. Und das ist sicherlich ein limitierender Faktor, große Renditen in Österreich zu machen. Ja? Deswegen finden auch große Investments nicht den Weg nach Österreich. Ja? Das heißt, ich glaube, was wichtig
wichtig ist, dass wir alle hier, wie wir hier im Raum sitzen, ja, die Unis natürlich auch, weil sie partizipieren an der Wertschöpfung down the road und am Wissenschaftsstandort, die Frühphasenförderer, die Pharmik, aber eben auch Interessensverbände wie Biotech Austria oder andere, dass wir gemeinsam sozusagen mit einer Stimme sprechen und dann die Telefonnummern anrufen, die wirklich die Rahmenbedingungen setzen hier. Ja, weil wir können uns jetzt noch so viel wünschen, wenn am Ende des Tages ein Investment in Österreich nicht attraktiver ist als irgendwo sonst auf der Welt, dann wird das Geld nicht den Weg nach Österreich finden. Und das heißt, da müssen wir an der Politik ansetzen und da auch den Mut, sage ich jetzt mal, da finden, uns zu positionieren und Taten zu setzen. Aber die Nummer von der AGIS und vom Gesundheitsministerium habe ich, aber ich komme nicht durch irgendwie. Ich glaube, da kann man ein abendfüllendes Gespräch darüber auch noch fortsetzen. Ich kriege hier auch schon Anrufe rein, es ist noch kein Billionär dabei, aber nach Ihnen, Herr Llewellyn Davis, werde ich auch zwei Fragen aus dem Q&A dann beantworten. Aber zuerst an Sie, bitte. Ja, vielen herzlichen Dank. In der Tat, mein Name ist Peter Llewellyn Davis, CEO der Apeiron, aber auch Vorsitzender Biotech Austria. Die Biotech Austria haben wir gegründet mit 50 Mitgliedern, um eben das Lobbying für diese Firmen durchzuführen, die eben genau in diese Tal des Todes wandern. Das Startup ist wunderbar, die Firma wird gegründet, unwahrscheinlich viel Ideen und Innovation, Österreich ist Spitze in diesem Punkt. Aber dann irgendwann kommt der Punkt, wo machen wir den Scale-up und womit? Und daher muss Österreich in diesem Bezug noch stärker bekannt werden. Und vielleicht fangen wir einfach mal an mit diesen Familienvermögen, die da sind. Es sind Milliarden, hunderte von Milliarden Geld, was angelegt werden will von diesen Familienstiftungen. So, und jetzt komme ich zu dem Punkt. Das Interessante bei diesen Gesprächen ist, wenn man nach USA geht und mit Investoren spricht, auch mit diesen großen Fonds, da sitzt man einem Menschen gegenüber, der stellt so viele wissenschaftlich tiefe Fragen, dass man denkt, oha, der kennt sich wirklich gut aus. Und man muss sie natürlich beantworten. Wenn man einem Family Office in Europa gegenüber sitzt, sagen sie, ich verstehe überhaupt nicht, wovon sie reden. Das heißt, sie wissen nicht, wie ein Produkt von der Uni bis in die Apotheke kommt. Und unsere Aufgabe muss es doch sein, zu erklären und dieses Wissen zu teilen, dass jeder Mensch weiß, es ist ein langer Weg, der zig Millionen Euro kostet, bis über ein Produkt da kommt und es wird von meistens privat besitzten Firmen oder Startups in die Wege geleitet. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, die wir jetzt erfüllen müssen in den nächsten Jahren. Wir sind auf der Reise, also ist es die reichen Families und Family Offices sind vielleicht nicht mehr so wie bei Thomas Mann oder Thomas Bernhard in den Romanen der reichen dysfunktionalen Familien, aber es ist schon vieles gemacht, aber wir können hier noch einen ordentlichen Schritt machen und wir sollten auch in der Folge das ein Stück konkretisieren, also diesen Appell, den Sie gemacht haben, den möchte ich, dass wir ernst nehmen und dann eben sagen, 1, 2, 3, was tun wir als nächstes, ja, was sind die konkreten Dinge, die wir gemeinsam fordern wollen und was sind aber auch Ermächtigungsmöglichkeiten, also wo helfen wir anderen kompetenter zu werden, damit die sich dann auch besser auf Märkten oder in Institutionen orientieren können, wie eben das Beispiel, das Sie gebracht haben von den Family Offices. Eine Frage, ich weiß nicht, wer von Ihnen die beantworten kann, ist nach dem Geschlechterverhältnis bei den Unternehmensgründern und Unternehmensgründerinnen. Ich spitze die Frage, die hier gestellt wird, ein bisschen auf Hightech zu. Ist das eher eine Männerdomäne in den Life Sciences und ICT oder verändert sich da was? Haben wir heute ein zufälliges Sample oder ein repräsentatives Sample? Wer kann da irgendwas dazu sagen? Naja, ich glaube, wir haben ein leider nicht ganz unrepräsentatives Sample. Es ist, glaube ich, schon noch so, dass man hier gerade, zumindest in dem Biotech- und Bioinformatikbereich, in dem, denke ich, wir beide tätig sind, die Gründer größtenteils männlich sind. Aber natürlich wäre auch da mehr Diversität sicherlich kein Fehler. Ja, und da könnte man jetzt sicherlich auch überlegen, wie man das fördert.
Ich meine, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, was ganz wichtig ist, Mentoring zu bekommen und ermutigt zu werden, den Schritt zu machen. Ich denke, da kann man sicherlich auch nochmal genderspezifisch ansetzen, aber ich bin jetzt auch nicht der Richtige, um hier Empfehlungen abzugeben. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da andere Kommentare. Ich schätze, ein ganz ähnliches Thema wie das, was wir an den Universitäten auch haben. Wir haben im Life Science Bereich noch einen Gender Gap. Wir können hoffen, dass also bei unseren Absolventinnen und Absolventen haben wir schon mehr Frauen als auch Männer, also dass die nachwachsen. Das, ganz von alleine wird das nicht passieren. Also da werden wir uns alle anstrengen müssen und die richtigen Rahmenbedingungen, die richtigen Mentoring-Programme und so weiter finden. Und meine Erfahrung ist, viel in Teams auch arbeiten. Also, und ich glaube, wenn wir diese Möglichkeiten schaffen, ist eine Chance, dass sich's verbessert. Aber von alleine wird sich's nicht verbessern, nur weil wir mehr Frauen studieren lassen. Und dann habe ich noch eine zweite Frage aus dem Online-Publikum, die nach der Rolle, da gehen wir wieder von der Wachstumsphase in die Frühphase zurück, wie wichtig sind Inkubatoren für die Gründungs- und Unternehmenslandschaft? Waren Sie einmal in einem Inkubator? Nein. Wir waren nie in einem Inkubator, haben wir auch nicht braucht. Warum? Weil wir einfach schon im Vorhinein erfahren waren, was Gründungen und dergleichen angeht. Und eben da mangelt es halt massiv bei uns in Österreich. Wenn man sie im Vorhinein navigieren kann, also bei uns heißt es immer wieder, ja, 10 Monate seit der Gründung, inzwischen über 20 Mann, ja, wie macht ihr denn das? Ja, das ist auch was man sich halt hart erarbeiten muss. Das kommt jetzt nicht von jetzt auf gleich, sondern das sind 4 Jahre Praxis davor, wo wir halt gesehen haben, okay, welche Hebel funktionieren, welche Hebel funktionieren nicht. Ich bin mir auch immer offen und ehrlich nicht sicher, ob Inkubatoren ganz generell immer das richtige Instrument sind. Mag für den einen oder anderen der Fall sein, für andere vielleicht nicht. Und dann kommt es dann immer darauf an, wie sind die ausgerichtet und wie agieren die. Jetzt zum Beispiel in den USA sind wir bei 2 Accelerator-Programmen mit dabei und die haben eine ganz andere Ausrichtung. Da geht es nur mehr darum zu vernetzen. Also eins zum Beispiel Stanford, vernetzen der Leute untereinander. Und das macht dann doch wieder in irgendeiner Form Sinn, wenn man eh schon weiß, wie die Prozesse sind und wie sie funktionieren. Also ich halte viel von Inkubatoren aus dem Grund, wie Sie es auch genannt haben. Nicht jeder Forscher, nicht jeder Wissenschaftler ist ein geborener Unternehmer. Und da gibt es jetzt 2 Wege. Entweder man führt ihn langsam dorthin durch eine professionelle Unterstützung, wo er sich wirklich viel Geld, viel Zeit und viel Mühen der Ebene sozusagen viele Irrwege erspart. Oder er sagt von sich selber, ich werde das nicht. Ja? Ich konzentriere mich auf meine wissenschaftliche Tätigkeit weiterhin. Ich werde mich nicht irgendwo in eine Gesellschafterversammlung setzen. Ich bin dazu nicht geeignet. Ich habe keinen Führungsanspruch. Ich möchte meinen Teil, den ich gut kann, dazu beitragen und lasse Profis das machen, was sie besser können als ich. Und es gibt Profis, deren Geschäft ist, Unternehmen zu führen und nicht wissenschaftlich tätig zu sein. Und dafür ist das Inkubatoren-Konzept, glaube ich, sehr gut geeignet, aber natürlich auch nicht für alles. Es muss eine Übergangsphase sein, es muss einen Übergang dann an den Unternehmer geben, weil ein Inkubator kann das Unternehmen nicht bis zu einer hohen Skalierbarkeit führen. Also ich bin froh, dass es in Wien das INITS gibt oder Acceleratoren auch wie den Health Hub Vienna, weil ich finde, sie sind einfach auch Teil des Ökosystems und wir als Universitäten, finde ich, müssen nicht auch alles nochmal und extra erfinden, sondern dass man hier zentrale Infrastrukturen, Services hat, die auf langjährige Erfahrung aus unterschiedlichen Bereichen zurückgreifen können, finde ich super. Und das passt für manche und manche brauchen es nicht, manche gehen gleich in Accelerator, manche gehen gleich in die große Welt, aber dass es das Angebot gibt, finde ich einen wichtigen Baustein in Wien. Eine ganz kurze Nebenfrage an dich, wir kommen jetzt langsam in die Schlussrunde. Das Lizenzieren bleibt natürlich auch wichtig an bestehende Unternehmen, also dass ihr universitäres IP eben, dass jemand nicht Unternehmer oder Unternehmerin wird, sondern dass halt IP mit Teilung dann der Erträge an bestehende Unternehmen auslizenziert wird. Genau, das ist dann, da sind wir dann vielleicht auch ein bisschen
hartnäckiger in den Verhandlungen als mit den Start-ups. Die Pharmik-Vertreter können da wahrscheinlich ihr Leid dazu sagen. Also jeder Kooperationsvertrag hat natürlich eine IP-Komponente und da müssen wir unsere Rechte auch verteidigen dann und schützen. Aber normalerweise ist es ja gute Kooperation für beide Seiten und man sucht Lösungen, von denen beide Seiten profitieren. Genau, Verhandlungen unter Erwachsenen, die Unternehmen werden die auch nicht sagen, ja, alles, was ihr wollt, sondern werden auch ihre genau. berechtigten Ansprüche stellen und dann kommen aber oft gute Ergebnisse aus. Herr Bosch, Sie haben das so schön zugespitzt, wir kommen in die Schlussrunde. Wir brauchen eine Agenda, wo wir mit gemeinsamer Stimme sprechen. Besser hätten Pharmik und WWTF das, warum wir gerne diese Veranstaltungen machen. Also wir lernen ja gern was dabei und das ist heute der Fall. Aber wir haben ein Ziel, nämlich diese Punkte zu sammeln, die wir dann stark auch gemeinsam möglichst viele, möglichst laut, möglichst zielgerichtet verkünden möchten. Und Sie beginnen jetzt, indem Sie was auf unsere Speiskarte hinaufschreiben. Also hinaufschreiben tue ich, aber Sie sagen, was Ihr Punkt ist, was auf jeden Fall auf dieser Future Agenda stehen sollte, wo möglichst viele mit anschieben. Ja, wenn wir bei den Startups bleiben, beginnen wir vielleicht ganz beim Anfang. Gründungsprozess haben wir schon ein paar Aspekte besprochen, dass das Gründen einfacher funktionieren sollte, aber eben auch dann eben Incentivierung von Mitarbeitern, steuerliche Aspekte dahinter. Da einfach das Framework zu schaffen, das rechtliche, für Unternehmen, die rasch stark skalieren sollen und die daran beteiligt sind, auch partizipieren. Ja. Das, und dann muss man natürlich auch das Framework schaffen, dass es attraktiv sein ist für Investoren hier auch signifikant das Geld zu investieren. Da kann man sicherlich auch über steuerliche Strategien dahinter nachdenken. Wie man das im Detail dann strukturiert, ich denke, da gibt es viele Ideen, aber einfach einmal da jetzt nochmal diese Agenda und dieses Vorhaben mit Nachdruck aus vielen Mündern zu pushen, ist, glaube ich, ein Anliegen, was wir hier alle im Raum haben und wo uns wahrscheinlich auch dann allen geholfen ist, sicherlich auch den großen Pharmaunternehmen, wenn sie dann vielleicht die Erfolgsgeschichten aufnehmen und dann wirklich global skalieren. Ja. Danke, Michaela. Grundlagenforschung, weil wir müssen attraktiv sein, um Talente aus der ganzen Welt auch anzuziehen, sie selbst zu fördern und zu halten, anzuziehen. Und ich glaube, den Talentepool brauchen die Unternehmen und die brauchen auch, aber quasi, wenn man diesen Innovation Funnel anschaut, wenn nur eins von 10 Startups wird. Wir brauchen da ganz viele Ideen und Konzepte, die aus den Grundlagenforschung kommen. Und was ich aber gern aufnehmen würde, ist, was aus dem Publikum genannt wurde, und das betrachte ich auch als quasi Agendapunkt, den die Unis aufnehmen müssen, ist diese Aufklärung, wie funktioniert klinische Forschung. Also, dass wir unsere Türen öffnen, das erklären, diesen Prozess erklären, was braucht es da, was passiert da, was heißt es, als Patientin in einer klinischen Phase 1, 2, 3 eingeschlossen zu sein. Ich glaube, das betrachte ich als gemeinsame Aufgabe, einer, wo wir einen wichtigen Beitrag leisten, dass wir hier in Österreich ein Umfeld schaffen, dass man vielleicht in diesem kleinen Teilsegment im Euro-Barometer an Technologieskepsis ein bisschen verlieren, also im Gegenteil gewinnen, weil ich glaube, das ist ganz, ganz ein wichtiger Faktor, der dann irgendwann hoffentlich auch in den Family Offices ankommt, aber ich glaube, das muss überall ankommen, die Wichtigkeit von klinischer Forschung. Ich würde sagen, genau zu diesem starken Forschungsschwerpunkt muss dazu kommen, dass es eine
geradezu Verpflichtung wird, auch von Family Offices, von Institutionen, deren Hauptaufgabe es ist, Geld zu sammeln, wie Stiftungen, wie Pensionskassen und so weiter, zu investieren, einen bestimmten Teil. Es darf nicht alles nur in Immobilien gehen, es darf nicht nur in Kunst und Kultur gehen, nämlich sozusagen in angekaufte und zugekaufte, um sich wiederum Werte zu schaffen, sondern es muss ein bisschen ziehen und ein bisschen drücken in die Richtung gehen, dass Investments in die österreichische Start-up-Szene, in die Forschung und Entwicklung sich auszahlt und langfristig auszahlt, damit Europa nicht ein Museum wird, ja? Und uns die Inder, Chinesen und Amerikaner alles, was Forschung und Entwicklung betrifft und deren Finanzierung und auf den Markt bringen, um die Ohren fahren. Das heißt, wir sind heute im Museum für angewandte Kunst. Ganz richtig. Und wir konzentrieren uns auf die Wortfolge angewandte Kunst und weniger auf das Wort Museum in unserer heutigen Diskussion. Genau. Famous last words, weil wir sind ziemlich genau am Ende unserer Veranstaltung angelangt, aber für famous last words ist immer Zeit. Boah, ja, also einerseits aus meiner Sicht die Kultur des Scheiterns tatsächlich ist ja kurz öfters schon eigentlich schon besprochen worden, super wichtig und man darf sie eben nicht zu schade sein, dass man wahrscheinlich noch einmal was gründet. Und aus meiner Sicht ist auch noch so ein Thema, wir sollten versuchen, gemeinsam in irgendeiner Form mehr eine Hype-Gesellschaft zu implementieren, als vielmehr diese Neid-Gesellschaft, die es bei uns halt leider nach wie vor vielleicht historisch gewachsen und auch noch relativ stark gibt. Und ich glaube, wenn jeder gemeinsam an einem Strang zieht, dann funktioniert das immer besser, als wenn die Leute einzelne Player sind, die sich gegenseitig nicht so gönnen. Diesen Spirit habe zumindest ich heute sehr stark vernommen. Also wir sind auch nicht ganz wenige. Ich sehe auch im Publikum einzelne Leute, die in nächster Zeit als starke Spieler auch infrastrukturell da dazukommen werden oder ihre Rolle noch verstärken werden. Ich glaube, wir haben schon was zu sagen. Die hier sitzen, werden das dann auch noch in einer kurzen Aufnahme für uns quasi auch als Video protokollieren für unsere Agendasammlung. Ich danke Ihnen. Zuerst beginne ich bei der Technik und beim ganzen wundervollen Team, das da diese Veranstaltung möglich gemacht hat. Bedanke mich bei der Pharmik, freue mich schon auf die nächste gemeinsame Runde zu dem Thema, wie eben Gesundheit und Life Sciences und Medizin und Forschung in Österreich und Unternehmertum, wie all diese Punkte sich gemeinsam verstärken können. Für mich war das jetzt, ich habe mich schon ein bisschen vorbereitet, aber wieder ein 90-Minuten-Seminar, wo müssen wir hinschauen, und fühle mich bereichert. Ich hoffe, das ist für Sie ebenso der Fall. Normal ist immer der Vorhang zu und alle Fragen offen. Ich glaube, heute haben wir so ein bisschen was geschafft, auch in Richtung Beantwortung der Fragen. Ich danke Ihnen herzlich. Danke auch an die Kolleginnen und Kollegen von Pharmik und WWTF, die nicht vor der Kamera stehen, sondern vorher hinter der Kamera und hinten auch die ganze Arbeit haben. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke. Danke.